und verkaufen dafür das Lederschild. Das ist ungefähr gleich viel wert. Das passt. So, dann erstmal ausrüsten. Naurin bekommt den Buckler. Dann kriegt er noch, muss er noch Schildkampf steigern. Und Naurin bekommt die Ballesta und die Bolzen. Alle. Und dann kann er auch mit Waffenset 2 dann erstmal in den Kampf hinein starten. Gambeson Schuhe haben wir schon. Den Rest brauchen wir noch. Also die Gambeson Hose, die Gambeson Handschuhe und den Gambeson. Das bringt dann mehr Ausdauer. Gut. Wir haben auch noch einen Ausdauertrank. Den kann aber im Moment keiner von unseren Helden wirklich vernünftig tragen. Sie hat keine Pfeile mehr. Das heißt, sie sollte die Pfeile nehmen. Und auch mit den Pfeilen beginnen, ja. Diese stumpfen Pfeile waren gar nicht so schlecht, weil die die Gegner ja umgeworfen haben. Gut, damit sind wir erstmal ausgerüstet. Steigern tun wir jetzt, denke ich mal, nicht. Da warten wir, bis wir ein bisschen mehr haben. Jetzt sprechen wir mit Naurim. Ein Zwerg ohne Gold und Sippe. Ich bin ein Nichts. Nichts, Sohn des Niemand. Was sagst du? Deine Sippe hat dich verstoßen. Na und? Das ist lange her. Okay. Gold ist überbewertet, Familie ist überbewertet. Ich denke, Cassia wird eher sagen, dass Familie überbewertet ist, nachdem ihr eigener Ehemann sie auch verstoßen hat. Eine Familie, die dich verstößt, ist keine Familie. Sprichst aus Erfahrung, hm? Marwan hat dich abserviert? Warum nur, frag ich mich. Schon gut, ich frag mich nicht. Okay. Naurims Ziele, Naurims Gold, Geschäfte mit Niobe und die Meinung zu den verschiedenen Charakteren. Ich denke mir mal, Naurims Gold interessiert uns im Moment am meisten. Was hattest du vor mit all dem Gold, das du gehortet hast? Warum? Was hätte ich damit vorhaben sollen? Das habe ich gerade gefragt. Ich verstehe diese Unterhaltung nicht. Welchen Sinn hat Gold, wenn man es nicht ausgibt? Welchen? Ihr Großlinge wisst so wenig. Okay. Dann gehen wir als nächstes zu Zurbara. Ich muss dich nicht anketten, oder? Nein, Herrin. Ich kenne meinen Platz. Oh, er ist immer noch Sklave. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir ihm versprochen? Ich glaube, wenn er uns hilft, dann lassen wir ihn frei, ne? Geschäfte mit Niobe, Zurbarans Ziele. Sag mir, was du willst. Jeder Mensch will etwas. Ein unerbittlicher Wille klammert sich um jedes Hirn. Und nagt. Und nagt und nagt. Wozu die Mühe, Herrin? Ich bin bereits euer Sklave. Mühe? Ihr wollt wissen, was mich antreibt, damit ihr mich kontrollieren könnt. Ich bin Al-Anfana, Herrin. Ich kenne Intrigen. Warum überspringen wir nicht dieses Spielchen und ihr sagt mir einfach, was ihr wollt? Ich komme darauf zurück. Okay. Hier können wir irgendwie mit uns selber reden. Warum, warum, warum? Alles starrt mich an. Mit Augen wie Stacheln. Stachelaugen. Wollen sehen, ob ich ausfließe, wenn sie mich stechen. Halten mich für verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, nein, nein. Gut, dann gucken wir mal kurz in unseren Käfigen, aber da wird wahrscheinlich nichts sein. Doch, da ist jemand. Zum Beispiel Takate. Und da ist Zurbaran und die anderen. Naurim auch. Aber sonst, wir haben keine Gefangenen oder sowas. Aber mit Takate können wir mal sprechen. Der edle Wilde ließ seinen Blick in dunkle Fernen schweifen. Die Pfeife ruiniert das Bild. Was willst du? Weißt du, wie man Schrumpfköpfe macht? Ja. Gut. Takate Stamm mobilisieren, das wäre doch mal was. Würde dein Stamm alles tun, was du von ihm verlangst? Mein Stamm bleibt, wo er ist. Kamaluks Sohn wird seine Kinder nicht bluten lassen. Warum nicht? Jeder andere verfluchte Gott tut das auch. Sie werden nicht für dich kämpfen. Das war nochmal eine klare Ansage. So, dann haben wir hier als nächstes die Söldner, die wir ansprechen wollen. Okay, da haben wir Faramut. Schwertkämpfer, Speerkämpfer, Bogenschütze. Der hat Wuchtschlag. Der Schwertkämpfer hat noch nichts, der Speerkämpfer auch nichts und der Bogenschütze auch nichts. Wir können die offensichtlich auch steigern, ne, wie ihr seht. Die haben aber, glaube ich, keine Abenteuerpunkte im Moment. Das würde das hier stehen. Wir können die ganz normal steigern, wie unsere Helden. Und die entsprechen sozusagen dann auch unseren Helden. Die sind hier alle noch unbedarft. Was schaut's mit den... da waren wir gerade. Zauber. Da können wir vielleicht auch Zauberer dann rekrutieren.
Wie schaut es mit den Talenten aus? Ich glaube, wir schon Kriegskunst bei Faramund. Der Schwertkämpfer hat Körperbeherrschung, der Speerkämpfer und der Bogenschütze hat nichts. Okay, interessant. Was hat denn der Bogenschütze hier? 40 bei Bögen. Das können wir dann steigern. Aber die haben, wie gesagt, keine Abenteuerpunkte gerade. Interessantes Konzept. Da können wir unsere Söldner also ausbilden, die uns helfen bei unseren Aufträgen. Gut, einen Übungskampf möchte ich eigentlich nicht machen. Wir gucken mal kurz ins Inventar, ob da noch irgendwas einzustellen ist. Aber da sollten wir gut dabei sein. Das sollte alles passen. Das bedeutet, wir gehen mal raus aus unserem Camp. Und? Was jetzt? Jetzt fängt alles an. Nehmt euer Zeug und folgt mir. Die Weltkarte. Auf der Weltkarte reist du von Ort zu Ort und eroberst Städte und Festungen. Hier hast du folgende Möglichkeiten. Klicke auf die Schaltfläche mit dem Zelt, um dein Lager aufzusuchen. Besuche eine Stadt, die Cassia bereits erobert hat, indem auf einem Standort mit Stadtname klickst. Hol dir die Informationen zu einzelnen Standorten ein, indem du den Mauszeiger über einen Standort bewegst. Erobere einzelne Standorte, um deinen Einflussbereich zu erweitern und deine Armee zu verbessern. Hört sich interessant an. Die Eroberung des Emirats. Die Orte auf der Weltkarte gehören entweder Marwan, rotes Haifischbanner, oder Cassia, blaues Spinnenbanner. Sie sind durch Routen miteinander verbunden. Wenn du einen von Marwan besetzten Ort angreifen willst, muss dieser durch eine Route mit einem Standort von Cassia verbunden sein. Bei Zeiten wird Marwan versuchen, einen von Cassias eroberten Punkt wieder zurückzuerobern. Marwan darf nur Orte attackieren, die mit dem von ihm besetzten Gebiet verbunden sind. Interessant, okay. Boni von Orten. Mit jedem Ort auf der Weltkarte sind zwei Boni verbunden, die dir im Laufe der Kampagne nützlich sein können. Du erhältst diese Boni, indem du den Ort eroberst. Es gibt zwei Arten von Boni. Einen Einheitenbonus, der entweder eine bestimmte Söldnereinheit aufwertet oder eine neue Söldnereinheit freischaltet. Einen allgemeinen Bonus, der entweder allen Söldnereinheiten einen Bonus auf ihre Grundwerte gibt, das Angebot des Lagerhändlers aufstockt oder dir das Aufstellen weiterer interaktiver Objekte zu Beginn von Verteidigungskämpfen ermöglicht. Hört sich interessant an. So, wir sind hier in Heldenrhein. Ist da auch unser Lager? Na, wir haben hier oben ist offensichtlich dann nichts, okay. Hier haben wir verschiedene, da steht auch, wie viel Schwierigkeit wir haben. Mengbilla hat Schwierigkeitsgrad 10, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Zelt, aber hier ist nirgendwo ein Zelt. Wir haben nur Heldenrhein. Ach, das da oben hier ist das Zelt. Da gehen wir zum Lager. Okay, also Heldenrhein gehört uns. Dann haben wir hier Schwierigkeit A1 für die Festung Sirik. Und die alte Erzmine hat Schwierigkeit 2. Und Lorfas hat Schwierigkeit 3. Das bedeutet automatisch, wir fangen mit Sirik an. Dort bekommen wir für alle Truppen einen Offensivbonus, Nahkampf plus 10. Wir bekommen für unseren Schwertkämpfer einen Fertigkeiten-Upgrade und ein Ausrüstungs-Upgrade. Und wir bekommen Informationen zu wenigen Söldnern. Das machen wir. Wir werden die Festung Sirik angreifen. Vielleicht war es Wahnsinn, was Cassia trieb. Sicher waren es Wahnsinnige, die ihr folgten. Am Tag des Basilisken setzte sich die stumme Legion in Bewegung. Über ihren Helmen wehte die silberne Korapie. So, Truppenauswahl. Vor einem Kampf musst du entscheiden, welche Einheiten am folgenden Kampf teilnehmen sollen. Auf der rechten Seite stehen alle Truppen, die dir zur Verfügung stehen. Auf der linken Seite gibt dir die Anzahl der Kästchen ohne Schloss-Symbol an, wie viele Truppen du für den folgenden Kampf auswählen musst. Heldenwahl. Es gibt Kämpfe, an denen bestimmte Helden teilnehmen müssen. Diese stehen gleich zu Beginn der Truppenauswahl auf der linken Seite und können nicht ausgetauscht werden. Hin und wieder wirst du einen einzelnen Helden mit einigen Söldnern zu einer Sabotagemission schicken. Dieser Held steht deinem darauf folgenden Eroberungskampf nicht zur Verfügung. Wenn Helden nicht an einem Kampf teilnehmen, erhalten sie für einen erfolgreichen Kampf trotzdem Abenteuerpunkte. Söldnerwahl. Schwertkämpfer, Speerkämpfer und Bogenschützen können mehrfach für den folgenden Kampf ausgewählt werden. Einzigartige Söldner wie Faramund können nur einmal ausgewählt werden. Es gibt Kämpfe, in denen nur Söldner teilnehmen. Darum ist es hilfreich, die Ausrüstung und Fähigkeiten deiner Söldner zu kennen. Sieh dir den Fortschritt deiner Söldner im Lager an. Ja, ich muss sagen, so von den Mechaniken finde ich Blackguards 2 eigentlich interessanter als Blackguards 1. Blackguards 1 war so ein bisschen, ja, immer dasselbe, ne? Unsere Truppe ist durch die Länder marschiert und hat Kämpfe bestritten. Und hier haben wir mehr taktische Spieltiefe. Das finde ich ganz cool eigentlich. So, hier haben wir zwei Slots, die frei sind.
Unsere Helden sind alle schon gesetzt und müssen auch gesetzt bleiben. Hier haben wir drei Schwertkämpfer, Bogenschütze und Speerkämpfer. Faramut offensichtlich nicht. Der ist da nicht dabei. Ich weiß nicht, ob er dann automatisch dabei ist. Ich denke mir mal, wir werden einen Schwertkämpfer einsetzen und einen Speerkämpfer. Bogenschützen haben wir ja selber, Cassia und Naurim, die im Fernkampf trainiert sind. Ich denke mal, so machen wir das mal. So probieren wir das mal aus. Ein Truppenbonus freigeschaltet. Was soll das bedeuten? Vielleicht indem der Kampf begonnen hat, haben wir schon einen Truppenbonus freigeschaltet. Na gut. So, wer ist denn das? Das wird offensichtlich eher ein Gefangener sein. Das auch. Hier haben wir unsere Gegner. Eins, zwei... Zwei nur sehe ich. Da hinten ist eine Truhe. Die sollten wir auf jeden Fall versuchen aufzumachen. Bevor der Kampf endet. Da steht noch eine Truhe. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht noch mehr Gegner dann dazu stoßen, weil nur zwei Gegner finde ich ein bisschen wenig. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. So, Cassia stellt sich vielleicht mal hier hin. Dann kann sie gleich dahin schießen. Takate. Nee, das ist unser Speerkämpfer. Die stellen wir mal dahin. Das ist der Schwertkämpfer. Dann Naurim mit seiner Armbrust geht hierhin. Zurbaran. Ne, Takate erstmal. Oder sind das auch Gegner hier? Na, wir werden es gleich rausbekommen. Takate geht mal hierher und Zurbaran dort. Wer ist da? Zeigt, was ihr könnt. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das sind schon Gegner. Weil das sind Sklaven. Das scheinen schon Gegner zu sein. Sonst wäre das auch ein bisschen zu einfach mit nur zwei Wachen. So, wir nehmen die erste Wache hier schon mal in aufs Visier. Auch hier wieder drei Stichschaden. Und unser Speerkämpfer läuft mal hier voran. Ich weiß nicht, ob es hier Fallen gibt und ob wir die noch nicht sehen, weil wir in der Sinneschärfe noch nicht so gut bewandert sind. Unser Schwertkämpfer läuft mal hierher und wartet auch hier auf den Feind. Ich möchte nämlich erst, dass Naurim hier auch schießen kann. Naurim kann jetzt schießen. 70%, das schaut doch gut aus. Aber nicht getroffen, ne? Weicht aus. Okay. Takate. Takate kann von hier aus nicht angreifen. Dann wartet er, dass der Gegner vielleicht zu ihm kommt. Hier kommt ein Gegner von hinten. Interessanterweise. Zurbaran, da kannst du doch hier mal diesen Herren rösten mit einem Ignifaxius 2. Und das bringt ihn auch schon um. Sehr gut. Damit haben wir den Sklaven schon mal ausgeschaltet. Hier kommen noch mehr Gegner. Ich will auf jeden Fall die Kisten aufmachen. Das glaube ich, werde ich mit Cassia machen. So, unser Speerkämpfer kann diesen Gegner hier attackieren. Hat denn der Speerkämpfer irgendwelche Sonderfertigkeiten? Eine normale Attacke. Okay, dann attackier doch mal hier, bitte. Sehr gut. 7 und dann bitte der Schwertkämpfer auch. 6. 7 und 6 sind 13 und das sind noch ein bisschen was übrig. Das heißt, ich glaube, die Sklaven haben 15 wahrscheinlich. Sehr gut. Dann Takate, du hast doch bestimmt eine Sonderfertigkeit. Genau, du hast eine Finte. Dann kannst du die Finte vielleicht gegen diesen Herrn hier einsetzen. 7. Oh, was ist jetzt? Zurbaran regeneriert einen Starpunkt? Nee, gar nichts, oder? Marwans Miliz tritt dem Kampf bei. Doch, da sind noch... Hier sind noch Soldaten aufgetaucht. Dachte ich mir doch, so einfach kann es nicht sein. Da zwei Soldaten sind noch immer aufgetaucht. Oder nee, die eine hatten wir, glaube ich, schon. Nur ein Soldat ist aufgetaucht. Nee, da sind die zwei, die wir schon hatten. So, Cassia, du läufst mal. Versuchst da hinten die Kisten aufzumachen. Dafür laufen wir mal hier so hinten rum. Perfekt. Der hat ja nicht mehr viel. Dann versuchen wir den mal fertig zu machen. Sehr gut. Und hier machen wir mal den Herrn hier. Okay, ich glaube, Naurim sollte mal seine Waffe wechseln. Zu seinem Beil- und Buckler-Set. Oh, da kommt nochmal einer an. Okay, Takate. Wieder eine Finte.
Der ist fast tot, aber unsere Männer hier auch. Wo sehen wir denn das? Das ist unser Speerkämpfer. Na ja, gut, unser Schwertkämpfer steht noch sehr gut da mit 22 Punkten. Da kann jetzt mal Takate anfangen. Wir können leider nicht... Wir können den Sklaven hier rösten. Dann werden wir den wahrscheinlich auch los. Ja, genau. Okay. Der andere Sklave hier unten hat noch ganz wenig Punkte. Die laufen hier runter. Das ist ganz gut, weil dann verfolgen sie Cassia nicht. Der läuft weg, weil er verletzt ist. Das ist schlau. So, Cassia, läuft bitte hier hinten weiter zur Kiste. Mal schauen, ob dann sich der hier zu ihr bewegt. Werden wir gleich mal feststellen. Gut. Dann greifen wir diese Wache an. Und Naurim auch. Mit einem Wuchtschlag. Ich glaube, Naurim hat was Neues gelernt, oder? Ne, hat noch nichts Neues gelernt. Dann bitte einen Wuchtschlag auf die Wache hier. Das hat gesessen. Sehr gut. Können wir über den Speer, über den Zwerg hinweg angreifen? Ja, können wir. Dann versuchen wir doch mal die eine Wache hier kaputt zu machen. Sehr gut. 10 Punkte hier von Takate. Takate hat, glaube ich, keine Ausdauer mehr. Wo ist denn Takate überhaupt da? Doch, der hat noch genug Ausdauer. Hier sind noch mehr Wachen gekommen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir rösten mal diese Wache. Auch die hat es erledigt. Sehr, sehr gut. Und neue Wachen kommen und der läuft tatsächlich zu Cassia, wie befürchtet. Die sind aber alle nicht besonders gut. Das heißt, die sollten vielleicht hoffentlich keinen Passierschlag besitzen. Wir haben aber hier einen Passierschlag. Und das lohnt sich doch. Cassia, da kommt noch eine Wache. Cassia, lauf mal zu dieser Truhe dahin. Und dann warten wir. So. Sklave verlässt den Kampf. Sehr gut. Der hier ist auch schon so gut wie tot. Der ist jetzt auch weg. Dann können wir uns jetzt hier um die weitere Wache kümmern. Eine Finte. Perfekt. Die kommen von hier unten angelaufen. Ich möchte nur nicht, dass Cassia jetzt hier alleine steht. Deswegen wird Zurbaran mal da hochlaufen. Der muss eh seine Zauberenergie mal ein bisschen regenerieren. Und die beiden Herren werden auch hier hochlaufen. Zu Zurbaran jetzt, um hier einzugreifen. Es kommt noch eine Miliz. Nein, die Miliz hat nur die Runde beendet. Okay. So, Cassia ist dran. Sie macht mal die Truhe hier auf. Und ein Gegner steht uns entgegen. Dann laufen wir zu der nächsten Truhe hier unten. Der Speerkämpfer. Ich glaube, wir laufen hier hoch oder hier runter. Wir laufen mal hier hin, weil dann können wir nämlich schon in derselben Runde hier attackieren. Und der Schwertkämpfer, der muss tatsächlich hierher laufen. Und wird jetzt erstmal abwarten, ob der Gegner vielleicht zu ihm kommt. Naurim, nochmal einen Wuchtschlag bitte. Machen wir hier nochmal eine Finte. Das sollte dann, nee, eine normale Attacke sollte schon reichen. Ja, wunderbar. Und hier kommt der nächste Gegner an. So, Zurbaran hat das Problem, dass er nicht mehr zaubern kann. Ich glaube, wir stellen uns mal hierher und warten, dass der Gegner kommt. Und sehr gut, der kommt und greift den Schwertkämpfer an. Aha, da hat ja bei jemand mal einen schönen Passierschlag abbekommen. Cassia hat auch ein bisschen abbekommen, aber das ist nicht so schlimm. Und dann ist jetzt hier unser Schwertkämpfer dran und kann hier attackieren. Zurbaran könnte ein Blitz hier sprechen, aber ich finde, das lohnt sich nicht. Können wir irgendjemanden heilen, der Heilung braucht? Cassia bräuchte eventuell Heilung, aber die ist zu weit weg. Okay. Natürlich könnte Zurbaran jetzt einen Zaubertrank trinken, aber ich denke, wir sind eh in der Überzahl und bis auf den einen hier oben, der Cassia bedrängt, sollten wir keine Probleme haben. Zurbaran wird, glaube ich, die Runde hier einfach mal beenden. Cassia läuft zur nächsten Kiste. Cassia könnte auch mal zaubern, ne? Die hat noch volle Zauberenergie. So, wir greifen hier an. Dann greifen wir hier an. Das schaut doch sehr gut aus. Nauri macht hier einen Wuchtschlag. Und dann machen wir hier wieder eine Finte.
Perfekt, dann haben wir den auch erledigt. Dann können die Helden hier unten laufen und Cassia raushauen, eventuell. So, wie schaut's denn mit dem aus? Der ist schon ein bisschen geschwächt. Ich möchte Richtung Cassia laufen. Das mache ich mal hier. Zurbaran sie eventuell heilen kann, falls da Probleme geben sollte. Wir laufen zur Kiste und die können wir sogar in derselben Runde noch öffnen. Das ist doch hervorragend. Okay. Unsere Söldner schlagen sich gut. Naurim läuft, wie gesagt, mal hier unten lang. Und Takate hilft beim Kampf gegen die Söldner hier. Dann stellt sich Takate mal hier hin und sollte der von hier aus den angreifen können. Wie stehen denn unsere Söldner? Naja, die sind schon langsam ein bisschen sehr verletzt. Dann wird es jetzt Zeit, den Herrn hier oben mal mit Zauber zu bedrängen. 9 Feuerschaden. Er läuft auch zu Zurbaran. Ha? Schaut um Zurbaran aus. Zurbaran. Ja, geht's noch gut. Dann bekommst du mal einen Fulminitus aufgebraten, mein Lieber. Auch der bringt 7. Also Stufe 1 Zauber bringen offensichtlich immer 7 Schadenspunkte. Sehr gut, den konnten wir beseitigen. Und den werden wir jetzt auch gleich beseitigen können. Und damit sollte der Sieg unser sein, ohne Verluste. Das ist sehr gut. Eine Finte bitte. Perfekt, nur noch ein Gegner. Zurbaran ist dran. Zurbaran wird mal hier runterlaufen, um Naurim den Kampf zu überlassen. Cassia. Cassia regeneriert ja auch immer Lebenspunkte, genau, wie ihre schönen Haube. Nicht sehr gut bewacht. Das war's. Marwan schätzt sich einen Dreck um diesen Teil seines Reiches. Verständlich. Es ist ein Sumpf. Plündert alles. Öffnet die Kerker. Sehr gut. Damit haben wir unsere erste Stadt neben Heldenreihen erbeutet. Und schaut mal, was wir alles bekommen haben. Wir haben den Lederharnisch, Lederbeinlinge, gehärtete Lederstiefel. Das ist schon fast ein ganzes Set, glaube ich. Ausdauertrank, Heiltrank, etwas Gift für unsere Cassia. Sehr schön. Waffenbalsam und eine Bärenfalle. Alles nehmen natürlich. Sie öffneten die Kerker von Sirik und Cassias Lager wuchs. Am Morgen nach dem Scharmützel ging Faramut hinaus, um im getrockneten Blut der Feinde den Willen Kors zu lesen. Er blieb eine volle Stunde, und was er sah, erfüllte ihn mit Zuversicht. Cool. Wir haben hier eine Eroberung gemacht, haben damit für alle Truppen einen Offensivbonus geschaffen, einen Truppenbonus freigeschaltet, genau, und konnten unseren Schwertkämpfern ein Fertigkeitsupgrade verpassen. Das schauen wir uns gleich mal an. Informationen, wenige Söldner. Das weiß ich nicht genau, was das bedeuten soll, aber es ist auch nicht so wichtig. Wir gehen erstmal in unser Lager. Ich glaube, wir gehen zuerst zu unseren Söldnern. Oder wir sprechen zuerst mit Faramut. Was machst du da? Fliegen, fangen. Es ist ein Trick. Greift sie von vorn, so fliegen sie direkt in eure Hand. Spinnen haben ihre eigenen Mittel gegen Fliegen. Wir locken sie in Netze und vergiften sie. So, Grund der Verbannung ist doch noch interessant. Wieso wurdet ihr verbannt? Wer das Gute will, hat immer Feinde. Verstehe. Ihr seid Paladine des Lichts. Ja, aber unser Handwerk ist grausam. Der letzte Emir hatte nicht den Magen dafür. Aber ich weiß, euer Magen ist stärker. Ja. Dann, was hat Naurim zu erzählen? Warum hat deine Sippe dich verstoßen? Warum kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Kram? Nein, nein. Ich bin die Ruhe selbst. Okay. Geschäfte mit Niobe ist doch nochmal ganz interessant. Ich wundere mich. Ein ganzer Hort voll Gold. In so wenigen Jahren. Ja, treib den Dolch noch tiefer in die Brust. Mit ehrlichem Handel ist das kaum möglich. Geschäftsgeheimnisse sind Geschäftsgeheimnisse. Wir bohren mal ein bisschen weiter. Niobes Traumreich hat sicher einiges abgeworfen für den findigen Zwerg. Manchmal mehr, als Niobe lieb war. Oder vielleicht war der ehrliche Zwerg einfach nur sehr raffiniert.
Zauberan. Verspürst du niemals Hass? Wie? Auf euch, Herrin? Ja. Wünschst du dir nicht, frei zu sein? Nein. Lebensziele, Pläne. Das ist alles viel zu ermüdend. Sklave sein ist entspannend.